Eigentlich müsste ich heute den roten Teppich ausrollen, denn bei mir ist eine absolute Kabarett- und Schauspiellegende. Im Kammertheater ist er aktuell ein komplexer Vater und ich freue mich, dass er heute aus seinem Leben und über die aktuelle Produktion im Kammertheater berichtet. Jochen Busse, jetzt in der Martin-Wacker-Show. Die neue Welle. Martin Wacker Show am Sonntag. Ich freue mich heute, dass für mich eine Schauspiel- und Kabarettlegende zu Gast ist, Jochen Busse. Schön, dass es geklappt hat. Hallo, freue mich auch. Herr Busse, normalerweise spreche ich bei meinen Gästen nicht spontan und sofort übers Alter. Aber wenn ich Sie in dieser Fitness hier sitzen sehe, mit knapp über 80 Jahren, machen Sie immer noch Ihren Kopfstand? Nein, den Kopfstand mache ich nicht mehr. Also ich mache ihn hin und wieder, aber ich mache ihn nicht mehr. Gehört nicht mehr zum festen Programm, weil mir das von ärztlicher Seite geraten wurde, dass irgendwann auch, wenn man noch so fit ist, die Gelenke und ja, eben doch nachlassen. Und man soll das nicht mal unbedingt herausfordern. Geben Sie uns doch den Tipp, wie man in Ihrem Alter diese Fitness hat. Steckt da Yoga dahinter? Machen Sie was, damit Sie fit bleiben? Ich weiß nicht, ob es am Yoga liegt. Ich weiß aber auch nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich dieses Yoga nicht gemacht hätte. Mhm. Ja? Und so ist es ja bei vielen Dingen. Ich habe irgendwann vor 40 Jahren, mehr als 40 Jahren mit Yoga angefangen und habe, das liegt nun in meiner persönlichen Eigenschaft und die kann ich Ihnen auch weiterempfehlen, Sie müssen Disziplin haben. Disziplin kann man lernen, kann man auch Freude dran bekommen und ich habe das so gemacht. Also ohne Disziplin geht gar nichts, sonst können Sie keinen Text lernen, sonst können Sie auch sich nicht kontrollieren. Also Sie müssen anfangen mit Disziplin und dann können Sie auch Yoga machen. Und Yoga machen, vor allem auch Theater spielen, aktuell im Kammertheater in Karlsruhe in Komplexe Väter. Das ist unter anderem unser Thema heute in der Martin-Wacker-Show. Gleich gibt es die 10 Fragen in 60 Sekunden. Dran bleiben. Am Sonntag prominente Gäste in der Martin-Wacker-Show. Heute ist Jochen Busse bei mir. Herr Busse, ich habe am Anfang so zwei Begriffe gesagt, wo ich nicht weiß, können Sie damit leben? Urgestein, Legende. Ist das ein Kompliment oder haben Sie ein Problem damit? Nein, ich bin froh, dass ich das erreicht habe. Mhm. Als ich anfing mit dem Kabarett, da war ich 19. Mhm. Und da habe ich gehofft, dass ich überhaupt diese Zeit da überstehe auf der Bühne. Zwei Stunden und jetzt bin ich 81 Jahre alt und stehe immer noch auf der Bühne. Also bin ich sehr zufrieden damit, ein Urgestein zu sein. Lernen wir Sie noch ein bisschen besser kennen bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. Wir legen los. Ihr Sternzeichen, Herr Busse. Wassermann. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Geschieden, mehrfach. Glücklich geschieden. Die Lieblingsfarbe? Blau. Gibt es ein Haustier? Nein, es gibt keins, aber es gab immer etliche. Hunde. Hunde. Welches Poster, wenn es überhaupt gab, hing im Jugendzimmer? Es gab gar sowas gab es zu meiner Zeit noch nicht. Aber Vorbilder gab es. Ja, es gab Ralf Arthur Roberts, ein Schauspieler, der sehr berühmt war zu Lebzeiten, von dem wir nur noch den Text kennen von Auf der Reeperbahn nach Zum Halb eins. Die erste selbst gekaufte Schallplatte. Ja, war ein Schlager mit Mieke Telkamp, einer holländischen Sängerin. Nicht äußerst attraktiv, aber sehr gut bei Stimme. Welches Buch lesen Sie aktuell oder haben Sie das zuletzt gelesen? Crossroad und ist von Jonathan Franzen, einem deutsch-amerikanischen Autor. Gibt es ein Lieblingsurlaubsziel, Herr Busse? Wo ist ja, Italien. Italien von Anfang an. Und da bin ich auch am liebsten. Aus der Pistole geschossen. Und wenn ich Sie einladen würde zum Essen, lieber zur Hausmannskost oder lieber in den Gourmet-Tempel? Ja, das, wann es passt. Also ich habe nichts gegen Gourmet-Tempel, aber ich liebe gute Hausmannskost. Also wie Grünkohl zum Beispiel. Grünkohl, also mehr als eine Sekunde. Also Grünkohl, das hatte ich noch nie als Antwort. Freut mich sehr und gleich mehr mit Jochen Busse hier in der Martin-Wacker-Show. Also Sonntag prominente Gäste auf der Neuen Welle, heute Jochen Busse. Herr Busse, was mir aufgefallen ist, Sie sind vor allem für mich auch als Kabarettlegende berühmt geworden, aber als Sie zum ersten Mal im Fernsehen die ersten Rollen bekommen haben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man Sie kennt, dann waren es die Bösewichte. Ja. Wie kam das denn? Naja, das ist bei Kabarettisten meistens so. Also Hallervorden hat auch nur Mörder gespielt, bevor er als Komiker anerkannt wurde. Ein wunderbarer Satz. Ja, kann man stehen lassen. Ne? Ja,
warum das so war. Ich sah ein bisschen dekadent aus und war so der fehlgeratene Sohn aus gutem Hause. Und das waren damals so die Mörder von Horst Frank geprägt. Weiß auch heute keiner mehr, wer das ist. Horst Frank, weiß ich. Sie wissen das. Meine berühmte Stimme auf meinen Europa-Hörspielkassetten. Man hat immer böse Menschen gespielt. Ja, böse Menschen. Horst Frank ist mir sehr. Ja. Also da gab's, waren es die Bösewichte. Wie schafft man es dann als Bösewicht auch ins komödiantische Fach? Ja, das war ein Urerlebnis. Ich wollte immer schon komisch sein. Meine Frauen damals fanden das nicht gut. Also die fanden den Bösewicht schon interessanter. Wahrscheinlich ist das prickelnder. Aber ich war komisch. Ich war auch, wenn ich gespielt habe auf der Bühne, immer schon komisch. Und ich war auch als Schüler komisch und habe mich auch damit gerettet in meiner Schulzeit. Aber im Fernsehen galt es nicht. Und dann habe ich eine Serie gedreht, die hieß Kriminal. Das war mit Charles Renier, das nicht Kriminalmuseum, Mordkommission. Die Mordkommission. Und in der Mordkommission gab es einen Regisseur, Kurt Wilhelm, und der hat mich ermuntert. Der hat gesagt, das ist langweilig, so einen Assistenten zu spielen. Ich hatte mir den komischer gedacht. Und dann habe ich bei der nächsten Folge, zweite oder dritte Folge hat das gesagt, habe ich den komisch gespielt. Und dann gab es eine Frau Sorka, das war eine Schauspielerin, eine wunderschöne Frau, die später Herrn Dürrenmatt heiratete. Und die hat dann bei der Wiedergabe, machte man ja damals, festgestellt, dass ich eine Komik hätte. Und hat mir das dann gesagt, sagt sie, ja, merken Sie sich das fürs Leben. Sie haben eine ganz eigene Art, komisch zu sein. Das merkt man am Anfang gar nicht. Ja, und dabei ist es geblieben. Ich bin sehr dankbar, dass es so gekommen ist. Ja. Und wir wollen gleich dann sprechen über die Anfänge im komischen Fach. Und vor allem, gibt es überhaupt Unterschiede zwischen Komödie und Kabarett? Gleich mehr dazu. Es ist Sonntag, die Martin-Wacker-Show mit Jochen Busse. Wir haben gerade festgestellt, Gott sei Dank hat jemand erkannt, das komische Fach ist die Zukunft. Und dann ging es ja schnell auch zu den großen Kabarettbühnen in der Nation. Und heute sagt man ja immer, was ist mit der Comedy? Das muss das heilige Wort Kabarett sein. Machen Sie diese Unterscheidung zwischen Comedy, Komödie und Kabarett? Naja, ich wäre doch nie bei der Lach und Schieß gewesen, wenn ich nicht hätte komisch sein können, wenn ich nicht hätte Klamotte spielen können, wenn ich nicht in kurzen Sätzen oder in kurzen Gesten einen Charakter anreißen könnte, wo die Leute sagen, ah ja, den kennen wir. Das war doch das Wichtige und das ist auch etwas, was mir heute bei der Comedy fehlt. Die Leute kommen raus und sprechen immer von ihr und kennt ihr das und kennt ihr das? Also die Masche kennt ihr das ist offensichtlich durch. Und dann machen sie was vor, was man wiedererkennen soll und man kennt es gar nicht wieder. Das war früher nicht so. Wir haben das schon präziser gearbeitet und wenn wir dann karikiert haben, das auch auf den Punkt gebracht. Waren Konterparts wichtig? Heute ist ja oft Solo-Comedy, Solo-Kabarett. Sind das die beiden Clown-Typen, die man dann auch herausgearbeitet hat? Ja, der Weißclown und der dumme August. Das ist ein Prinzip, was es gibt schon seit Commedia dell'arte und das wird auch immer bleiben. Einer ist der weiß, wo es lang geht und ein anderer geht eben diesen Weg nicht. Das ist die Komik. Also wir haben zwei unterschiedliche Typen. Jochen Busse hat mit den großen Kabarettisten zusammengearbeitet. Wer war denn damals der dumme August? Wer war der ernstere Clown? Das klären wir nächste Stunde auf, hier am Sonntag in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag, bei mir zu Gast Jochen Busse. Aktuell ist er in Karlsruhe auf der Bühne im Kammertheater in Komplexe Väter zu sehen. Herr Busse, wir haben letzte Stunde wunderbar rausgearbeitet, dass ja zu einem guten Kabarett eben auch das komische Element gehört. Unterschiedliche Typen. Sie haben mit den großen Kabarettisten allen zusammengearbeitet. Wer war bei Ihnen der Gegenpart? Mein Gegenpart während der Zeit in der Lach- und Schießgesellschaft war Rainer Basedow. Das war etwas der Runde, man kann schon sagen, der Dicke, der etwas bullerige. Berliner Schnauze so ein ja, bisschen. Ja, Berliner mich, Schnauze. Ne? Kam, eigentlich kommt er aus Thüringen. Und damit war man Osten und Osten war immer gleich Berlin. Und ich war eben also der Schmalere und der Gegenpart. Und ein bisschen der Spitzfindige und eher der etwas Brutale. So war es, ja. Also so, wie wir das schöner gar nicht sein kann. Ja. 1976 ging es bei der Lach- und Schießgesellschaft. Da war ich aber noch nicht dabei. Das wird vielfach behauptet. Ich bin erst
81 gekommen, zusammen mit Bruno Jonas. Mhm. Der hat sich das so gewünscht, mhm, weil das ist eine interne Angelegenheit. Ich war vorher bei einem Kabarett in München und das mochte er nicht so gerne. Mhm. Und alle, die dazu gehörten, die wollte er eigentlich nicht haben. Und dann hat aber Dieter Hildebrand, der mich ein paar Mal gesehen hat, wohl gesagt, also nimm den, da machst du nichts falsch. Und dann hat er gesagt, na gut, wenn ihr den alle wollt. Und dann wurde daraus allerdings eine sehr enge Freundschaft. Und die prägendste Zeit auf der Kabarettbühne in der Lachenschießgesellschaft, kann man das so sagen? Das waren die schönsten 10 Jahre meines Lebens, weil immer was los war. Es war immer im Kopf was los. Es war, der Sammy war ein unglaublich umtriebiger Mensch. Sammy Drechsel, der große Impresario, wenn man so will. Das gibt es heute auch nicht mehr in der Art. Und der machte also Gastspiele und der karte Leute ran. Und ich habe durch den Gerd Schröder kennengelernt. Ich habe durch den Willy Brandt habe ich nicht mehr kennengelernt, aber Rau habe ich kennengelernt. Ich habe so die gesamte Granden der SPD kennengelernt und habe große Literatur kennengelernt. Ich habe Walser kennengelernt. Es war dauernd waren Leute da, bei denen man nur stumm gucken konnte. Und das habe ich auch gemacht. Also prägende Zeiten der Lachenschießgesellschaft. Ja. Gleich wollen wir ein kleines Spiel machen. Entweder oder. Bin gespannt. Jetzt mit Jochen Busse. In der Martin-Wacker-Show gibt es eine kleine Tradition. Jetzt mit Jochen Busse. Entweder oder. Ich kenne die Frage auch nicht. Und Herr Busse, Sie müssen sich dann für eine Antwort entscheiden. Ja, ja, das mache ich dann schon. Also, ich bin schnell. Sehr entscheidungsfreudig. Ja, hier, Sie lesen gleich das Erstbeste vor. So. Jochen Busse, Urlaub. Nur noch am Wasser oder nur noch in den Bergen? Weder noch, also es kann überall sein. Kann überall sein. Überall. Wenn Sie sich entscheiden müssten, wenn ich jetzt sage... Wasser. Mhm. Italien am Wasser ist dann auch ja, so... Ja, es kann auch schon in Deutschland sein. Gibt es eine Lieblingsecke in Italien, weil Sie vorhin gesagt haben, Italien als Lieblingsecke? Ja, schon die Ligurische Küste. Ligurische Küste. Und die nächste Frage bitte. Ja. Zwei haben wir immer. Und hier wird gefragt, lieber in die Zukunft reisen... Oder lieber in die Vergangenheit und eine Sache noch mal ändern? Also ich bin schon ein historischer Mensch, also lieber Vergangenheit. Verraten Sie uns, was Sie ändern würden in der Vergangenheit? Ich würde gerne, ob ich was ändern kann, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne in der friderizianischen Zeit, also so von 1840 bis 1740 bis 86 so, dann schon einen gewissen Einfluss auf diesen Friedrich den Großen. Ein sehr schöner Wunsch. Ja, ich weiß. Hatte ich selten so eine Antwort. Ja. Jochen Busse bei Entweder oder. Ich denke noch mal ein bisschen nach und wir hören uns gleich wieder. Jochen Busse zu Gast auf der Neuen Welle in der Martin-Wacker-Show. Herr Busse, wir haben die Lach- und Schießzeit angesprochen und es gibt ja immer so Zeiten, wo man sagt, ist das eine gute Zeit für Kabarett? 81 bis 91, Stichwort geistig-moralische Wende. Man konnte gar nie mehr aus dem Vollen schöpfen, oder? Das kam aber erst 83. Also damit, dass Kohl also an die Macht kam, man konnte das auch nicht besser ausdrücken. Er hat das auch sehr schnell genutzt, diese Macht zu haben. Und da war auch, ich habe ein Ereignis, das ganz kurz erzählen muss, wir waren in Regensburg an der Uni und wir hatten einen kleinen Saal und von heute auf morgen war eben dieses Misstrauensvotum und Kohl wurde zum Kanzler erklärt und das Audi Max der Uni in Regensburg war von heute auf morgen ausverkauft. Ich habe das richtig am Leibe erlebt, wie diese Wende, diese geistige Wende und dann war der da und ich weiß noch, wie der sich damals sagte, der musste Kanzler werden. Kohl musste Kanzler werden. Und dann fragte mich jemand, ja, und warum? Weil er war als Oppositionsführer einfach nicht zu gebrauchen. Und das war, damit hat man das eingeführt. Ja. Grandiose Zeiten für Kabarett. Ob heute auch noch grandiose Zeiten für Kabarett ist, sprechen wir gleich drüber hier bei der Martin-Wacker-Show. Es ist Sonntag und ich freue mich, dass Jochen Busse bei uns zu Gast ist auf der Neuen Welle. Herr Busse, Sie haben gerade gesagt, es gab Zeiten, da hat man nur durch eine politische Entscheidung volle Säle bekommen, weil die Leute gesagt haben, jetzt brauchen wir ein Kabarett. Haben Sie aktuell manchmal das Gefühl, dass man eigentlich das, was passiert, kabarettistisch gar nicht mehr verarbeiten kann? Ja, das geht mir so. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist auch, weil es
Entschuldigung, wir haben eine Zeit, in der wird der Humor rausgezogen. Mhm. Es ist diese Identitätspolitik. Mhm. Die Identitätspolitik ist lähmend. Mhm. Sie können überhaupt, auch wenn Sie Interpret sind, gar nicht mehr entscheiden, wen beleidige ich gerade, mhm. und zwar rassistisch, mhm. oder geschlechtlich, mhm. oder divers oder was auch immer. Mhm. Und das ist für Leute, die vom Humor leben, also vom Kontroversen, mhm. auch vom Übertriebenen, auch vom Vorurteil. Mhm. Warum gibt es Vorurteile? Mhm. Weil es so ist. Mhm. Was ist Klischee? Mhm. Weil es so ist, man muss es schon mal zugeben. Die Rheinländer sind nun mal anders, mhm. als die Badener. Das kann man so sagen. So, siehst du. Ja. Und darum, und dieses Vorurteil ist ja kein Vorurteil, das ist ein Urteil. Weil es, mhm. so ist. Und damit hat man gearbeitet. Das geht eben einfach. Die Schere im Kopf behindert. Die Schere im Kopf wird wahnsinnig stark. Mhm. Dank vieler Leute, es gibt gescheite Leute, die, ich bin wirklich jemand, der sich überzeugen lässt, dass es quält mich trotzdem, mhm. sagen zu müssen, man ist gehemmt. Aber auf der Theaterbühne sind Sie gerade nicht gehemmt, in Karlsruhe, in Komplexe Väter. Und nächste Stunde wollen wir mal aufklären, mit welchen komplexen Vätern Sie zusammen auf der Bühne stehen, ja. und was wir eigentlich erwarten können im Kammertheater. Nächste Stunde in der Martin-Wacker-Show. Unter der Woche sind Sie dran. Heute gibt es die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Busse. Wir spielen ein wenig. Ein Anfangsbuchstabe, verschiedene Begriffe mit dem Anfangsbuchstaben nennen. Und dann gibt es die Tasse bei 5 Richtigen. In 30 Sekunden. Also ja, ich habe es immer noch nicht ganz, aber ich werde ja, schon. Also so wie Stadt, Land, Fluss. Ne? Ja, ja. Stadt, also. Land. Und bei uns gibt es dann solche Dinge wie Beruf oder einen Vornamen. Und es muss immer der gleiche Anfangsbuchstabe sein, die Antwort. Ja, also. Ja. Und 5 Stück oder wie? 5 in 30 Sekunden. Gut, also probieren. Statt nachdenken gerne auch mal weiter sagen. Ja. Wir legen los. Ich habe schon gehört, Kaffeetassen gibt es schon viele im Hause Busse, aber die ist schwarz und macht schlank. Und das ist eine wunderbare Kaffeetasse. Wir legen los mit dem Buchstaben M. Eine Stadt mit M. Meiningen. Ein Land. Boah. Machen wir weiter. Ein Marokko. Oh. Marokko. Marokko. Ein Marokko. Tier. Ein Tier. Murmeltier. In der Küche. Malzkaffee. Ein Beruf. Maler. Was ist typisch deutsch mit M? Mächtig. Ein Trennungsgrund. Milch, die immer übergibt. Milch, die übergibt, eine wunderbare Antwort. Und typisch deutsch mächtig, das gefällt mir sehr gut. Diese Antwort kann nur von einem Kabarettisten kommen. Ja, er setzt sich damit auseinander. Wie viele richtige Antworten hat man? 7. Ja. 2, da gibt es eigentlich noch eine halbe Tasse obendrauf. Eine Espresso-Tasse? Warum? Was 5 hätten Sie erwartet. Ja, das ist der, na, also gut. Der Wortspielerkampf. Mit M ist leichter. Mit M ist leichter. Ich wollte erst Y. Mit Y wäre es dumm gewesen. Stand eigentlich auf meinem Skript, aber ich habe mich erbarmt. Glückwunsch zur Tasse, Herr Busse. Dankeschön. Und gleich mehr bei mir mit Jochen Busse. Jochen Busse auf der Neuen Welle. Wir haben vorhin gesprochen über die Zeiten für Kabarett. Sie haben gesagt, Schere im Kopf ist ganz schwierig. Ja. Wie bewertet ein Komödiant, ein Kabarettist, ein Schauspieler, dass in einem Krieg plötzlich ein Komödiant, ein Schauspieler, Präsident eines angegriffenen Landes ist? Ist das auch ein Zeichen dieser Zeit? Naja, es ist ein bisschen ein Zeichen dieser Zeit, dass wir Leute, die im Medium, in den Medien stark geworden sind, zu Präsidenten küren. Das hatten wir gerade in Amerika. Und jetzt haben wir dort einen. Und jedes Mal ist es erstaunlich, wie die sich gerieren. Mhm. Der eine ist nicht ganz dicht gewesen, das für unsere Begriffe. Mhm. Und jetzt haben wir einen, wo man gesagt hat, ja, das ist ein Komiker, der ist lustig und der meint es ernst. Mhm. Und der schmiedet sein Volk zusammen. Mhm. Das ist schon eine tolle Sache. Also ich bin sehr dankbar, dass ein Komödiant so ernst genommen wird. Haben Sie sich mal eine dieser Sendungen angeschaut? Nein, ich habe das nie gesehen. Nein. Weil das ist, läuft ja auch bei Streaming und ich bin einfach kein Streamer. Sie legen wie ich auch gerne noch mal eine Schallplatte auf? Ja, ich bin schon ein bisschen in meinem Alter verhaftet. Ja, so alt bin ich ja noch, ich mache es trotzdem. Sehen Sie, man kann das unter Tradition abbuchen. Machen wir und wollen uns gleich weiter unterhalten. Und jetzt geht es um die komplexen Väter im Kammertheater Karlsruhe. Also dranbleiben. Jochen Busse ist bei mir zu Gast und wir haben gerade über den
Präsidenten gesprochen, der es geschafft hat, sein Land zusammenzuschweißen, obwohl er, wie viele sagen, ja eigentlich nur ein Komiker ist. Okay. Herr Busse, Sie sind seit Jahrzehnten auf der Bühne, 2014 das letzte Soloprogramm und jetzt wieder auf Theatertournee mit einem Stück unterwegs, mit den komplexen Vätern. Wer sind denn die komplexen Väter? Ja, also darstellerisch, mein Gegenpartner heißt Hugo Egon Balder. Kennt man auch. Auch jemand, von dem man nicht unbedingt weiß, was für ein guter Schauspieler er ist, weil er immer mehr oder weniger Sendungen gemacht hat, Quiz gemacht hat, Comedy gemacht hat, Unterhaltendes gemacht hat. Und der Autor des Ganzen und der Regisseur und Mitspieler heißt René Heinersdorf, hat mehrere Theater, schreibt auch laufend Stücke. Dies scheint offensichtlich sein erfolgreichstes zu werden, mit der Anzahl der Vorstellungen zu belegen. Und ja, wir spielen das gerne. Warum? Weil es immer wieder neu ist. Es gibt Stücke, die kann man nur vom Blatt so spielen und die bleiben so. Dieses Stück hat jeden Abend für mich irgendwo eine Ecke. Es entwickelt sich. Wo es was Neues ist, ja. Und warum sind diese Väter komplex im Stück? Ja, die Väter sind, also der eine ist der Erzieher, das bin ich. Der etwas Spießige. Mhm. Warum ich das spiele, weiß ich nicht. Sie sind vielleicht ein bisschen ein Lehrertyp. Was? Ein Lehrertyp? Das möchte ich aber nicht hören. Vollgültig möchte ich sein. Ja? Und der Hugo ist, also das ist eben der uneheliche Vater. Mhm. Wir beide haben aber die Tochter erzogen. Also ich habe sie erzogen, er hat sie gezeugt. Er ist aber hin und wieder mal gekommen. Und die Mutter hat sich das dann langsam verbeten, weil er eben ein flippiger Typ ist, was sie von ihrem Ehemann nun nicht sagen kann. Und jetzt bringt dieses Mädchen ihren Freund nach Hause. Mhm. Und zum ersten Mal will die Mutter, dass Vater und Erzieher dabei sind, um den zu begutachten. Und es stellt sich heraus, der gleiche Altersunterschied von den beiden Männern zur Mutter ist bei der Tochter zu ihrem zukünftigen auch der Fall. Und das wollen sie unterbinden. Und es löst sich dann alles. Komplexe Aufgabe. Das ist eine komplexe Aufgabe. Die Väter haben auch diesen Alterskomplex. Also der Komplex, wenn man den Titel verfolgen will, zeigt sich in jedem Satz. Auf zwei Ebenen. Jawohl. Komplexe Väter mit Jochen Busse im Kammertheater. Gleich noch mehr dazu. Die Martin-Wacker-Show. Heute war Jochen Busse zu Gast. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Besuch. Das war schon? Ja, war schon. Wir könnten noch ewig. Ich dachte, jetzt geht's los. Doppelt so lange. Komplexe Väter. Lassen wir es mal bei dem Thema bleiben. Ja. Nicht nur in Karlsruhe auf der Bühne. Sie haben es schon mehrfach gespielt. Ja, wir haben das schon einige Male gespielt. Können Sie es so überschätzen, wie oft Sie als komplexer Vater auf der Bühne waren? Ja, es kratzt, glaube ich, die 600. Nein! Jo. Ja, das ist, gucken Sie mal, wir hatten Corona, dann durften wir wieder nicht. Das zieht sich dann so über 2-3 Jahre dahin und dann kommt schon was zusammen. Ja. Ich möchte Ihnen die Frage stellen, ganz am Ende, was man bei einem so fitten 81-Jährigen fragen muss. Komplexe Väter, geht's noch weiter, kommt ein neues Stück. Wie sind die Zukunftspläne auf der Bühne bei Jochen Busse? Ja, also wenn ich nicht mehr spielen darf und kann, dann möchte ich sterben. Das ist so, das war schon als Kind so. Mhm. Ich bin ein Homo Ludens, das hält mich jung. Ich glaube, ich wäre nicht so fit, wenn es das Theater nicht gäbe. Und und ich mache das bis zum Schluss. Und solange Leute wie Dietmar Jacobs und René Heinersdorf für mich Stücke schreiben, da kann mir nichts passieren. Wir freuen uns auf die nächsten Jahrzehnte mit Jochen Busse auf der Bühne. Hat viel Spaß gemacht. Alles Gute. Und danke. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gern in Karlsruhe, darf ich das an dieser Stelle unbedingt sagen. Unbedingt. Dankeschön. Das war Jochen Busse zu Gast in der Martin-Wacker-Show. Und auch nächste Woche gibt es wieder prominente Gäste bei mir. Und dann freue ich mich, dass der neue Intendant des Kammertheaters Karlsruhe zu Gast ist, William Danne. Bis dahin, noch einen schönen Sonntag. Tschüss.